Also wir könnten heute ein bisschen zocken bei Arcade. Nee, danke, weil heute sind hier nur Mädchen erlaubt. Wie jetzt? Und bist du ein Mädchen? Ich könnte natürlich... Ja, das machen wir mal. Hallo, ist das das Haus von Danja? Da wollen wir uns einmal mit Danja treffen. Einmal nur treffen, einmal nur pünktlich. Und siehe da, sie ist natürlich viel zu spät, viel zu spät. Jetzt muss ich sie schon wieder abholen. Ich habe ihr geschrieben, sie antwortet auch seit heute Morgen gar nicht. Oh, was ist denn... Ist aber ein bisschen komisches Wetter heute draußen, oder? Oder kommt mir das so vor? Könnte natürlich gleich anfangen zu regnen. Gab's auch ganz... Jo, es regnet. Aber sowas von... Okay. Gut. Umso schneller sollte ich vielleicht zu Danja. So. Und so. Wieder abgeschlossen. Sehr gut. Danja, wo bist du? Ich hab schon ganz vergessen, wo Danja heute wohnt. Beziehungsweise, wo Danja überhaupt wohnt. Danja! Hallo! Oh, jetzt muss ich Danja suchen. Kann doch nicht wahr sein. Gut, dann mache ich das mal. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja mein Skateboard. Und dann suchen wir... Ey! Vorsicht! Was ist denn mit dir los? So, ich glaube, Danja ist heute in der anderen Nachbarschaft. Oh, das ist aber richtig schlechtes Wetter heute. Gefällt mir gar nicht. Gut, wir können ja heute einfach zur Arcade und da ein bisschen zocken. Ich meine, wir müssen ja nicht draußen bleiben, oder? Danja! Wo ist Danja? So. Danja! Falsches Haus? Falsches Haus? Gar kein Haus? Falsches Haus? Okay, so, ich mach mal schnell hier. Hallo, Danja, ich bin da. Machst du die Tür auf? Och, nee, nicht schon wieder Kahn. Oh. Hey, Danja, mach mal die Tür auf. Hi, Kahn. Hallo? Hey, warum sind die Gardinen zugezogen? Warte, wir können uns kurz über die Fenster unterhalten. Moment. Hey, es ist voll schlechtes Wetter. Weißt du, wie es gerade regnet? Hey, ja, Danja. Komm mal ans Fenster. Hi. Hi. Kannst du mich reinlassen? Wir wollten doch heute ein bisschen was machen. Also, wir könnten heute ein bisschen zocken bei Arcade. Nee, danke. Heute nicht. Wieso nicht? Weil heute sind hier nur Mädchen erlaubt. Wie jetzt? Und bist du ein Mädchen? Ja, könnte ich. Also, warum? Lass mich doch rein, wir sind doch beste Freunde. Tschö. Heute nur Mädchen. Danke. Aber wieso denn? Das finde ich jetzt ein bisschen fies von ihr. Ja, gut, okay, dann treff dich halt heute nur mit Mädchen. Also, das finde ich jetzt ein bisschen fies. Bist du auch eingeladen bei Danja? Hey! Bist du bei Danja eingeladen? Wahrscheinlich. Das finde ich jetzt aber ein bisschen fies. Oh, guck mal. Ist alles unter Wasser. Ich könnte natürlich... Ja, das machen wir mal. Das machen wir mal. Einen Moment, so. Danja darf mich natürlich nicht sehen. Ich verstecke mich mal hier. So. Was Danja kann, kann ich schon lange. Ich habe doch bestimmt ein paar Klamotten. So, dann zum Beispiel sowas. Und dann sowas. Und vielleicht auch eine neue Frisur. So, dann... Oh, warte. Ich muss das natürlich hier alles jetzt absetzen, weil sonst merkt dann ja noch, dass ich das bin. Ein bisschen Schminke. Vielleicht sowas? Ja, das passt. Hey! Hallo! Ist das das Haus von... Hallo! Hallo? Hey, ist das heute nur Mädchen erlaubt? Ja, schon. Also, ich bin neu in Brookhaven und ich dachte, vielleicht kann ich mich hier mit dir anfreunden. Wie heißt du? Wie heißt du denn? Du weißt doch, wie ich heiße. Du hast doch gerade meinen Namen gesagt. Ach so, ja. Was für ein Zufall. Mein Name ist auch Danja. Was? Ja, also endlich habe ich eine zweite Danja gefunden. Also, wir sehen uns auch ein bisschen ähnlich. Geht so. Lass mich doch rein, bitte. Es ist voll schlechtes Wetter und ich friere schon. Ich kenne dich gar nicht. Aber hey, ich dachte, heute ist... Also, ich bin noch ein Mädchen, also darf ich doch rein. Also, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ja, also, vielleicht siehst du dein Spiegelbild. Das kann natürlich sein. Lass mich doch rein, bitte. Kurz reinkommen. Dankeschön. Oh, wow, das ist ein so tolles Haus. Grüß dich. Also, ich bin auch Danja. Kann ich also, mal du ganz kannst kurz... hier Danja Nummer 1 sein und ich bin Danja Nummer 2. Hi, Danja. Benutzt oh, du... ist das, oh, ist das ein Was schönes benutzt du für Haus? Deo, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Irgendwie, also, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten oder so, aber irgendwie ja? riechst du auffällig nach... Herrenduschgel so. Oder Herrendeo. Ja, also ich, es war so, wir sind heute Morgen angereist und also ich musste ganz schnell duschen und es gab nur noch das Duschgel von meinem Bruder und Wer ist also der denn heißt dein Daniel. Bruder? Der heißt Daniel.
Danja und Daniel. Genau, richtig. Also da kommen viele Leute immer durcheinander. Also du, ich hätte mal eine Frage. Also warum ist denn bei dir heute zu Hause nur Mädchen erlaubt? Also ein Mädchenclub, wieso denn? Weil... Danja? Ja, also ich kenne dich nicht so richtig. Also ich kenne dich nicht so richtig, deshalb will ich dir auch nicht so viel erzählen. Ja, aber hey, wir lernen uns doch gerade kennen und also du kannst mir ja helfen, mich so in Brookhaven ein bisschen, also dass ich ein bisschen klarkomme, ne? Also ich habe auch gehört, hier sind also richtig tolle Menschen. Also stimmt das? Naja, ich bin hier. Oh, guck mal, hier möchte noch jemand rein. Hey, mach doch die Tür auf. Wer ist denn da? Mach doch die Tür auf. Ich will eigentlich gar keinen Besuch heute. Ja, Tür ist offen. So, also... Hi, komm rein. Also es muss ja einen Grund haben, warum du diesen Club gegründet hast, oder? Oh, guck mal, ein Baby. Ist das süß. Das Baby könnte auch Danja heißen. Oder Daniel. Na super. Nicht noch eine Danja hier drin. Sag mal, wirklich, kennen wir uns wirklich noch nicht? Ich glaube nicht. Also, wie gesagt, es sei denn, du siehst dein Spiegelbild. Kannst du noch mal A sagen? A? Hey. Guck mal, meine Schuhe haben genau die gleiche Farbe wie deine Haare. Oh, ist das ein Pool? Oh, ist das schön. Ein Pool. Ja. Du kommst mir echt irgendwie ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Ja, komisch gut, oder? Nein. Also, ich finde schon. Also, du, erzähl doch jetzt mal, warum hast du diesen Club gegründet? Ich wollte heute einfach ein bisschen meine Ruhe haben und... Aber wieso? Vor einer gewissen Person bist du verliebt? Wieso sollte ich denn verliebt sein? Ja, aber warum? Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wollte heute niemanden sehen. Ja, aber es muss ja... Also, warum dann... Also, du hättest ja sagen können, also... nur Danja erlaubt, aber du hast ja gesagt, nur Mädchen erlaubt. Also, das muss ja einen Grund haben. Guck mal, ich habe so einen Kumpel. Oh, der wohnt auch hier in der wohnt auch hier in Brookhaven. Und... Der kann manchmal ein bisschen anstrengend sein und heute ging es mir nicht so gut und... Du, also ich kenne sowas ganz gut. Ich komme aus Livetopia und da gab es sowas auch. Also da hatte ich auch einen Kumpel, der war so... Wollen wir vielleicht einen Prank machen und sein Haus mit Toilettenpapier einwickeln? Los, nee, komm, zeig mir sein Haus! Los! Schnell die Tür zu machen. Hey, komm doch raus! Anstrengend. Boah, ist die anstrengend, ey. Mann. Danja, komm doch raus! Bitte! Yes. Da habe ich mal Ruhe vor Kahn und jetzt geht sie mir auf die Nerven. Ich fasse nicht. Ach so, heißt er also Kahn? Also zeig mir doch sein Haus, dann können wir ihn pranken. Los jetzt komm mit, los! Wo ist denn sein Haus? Ist das hier sein Haus? Ist das Kahn? Hallo, bist Steht du Kahn? Steht denn da Kahn dran? Nein. Boah, ich glaube, das ist die nervigste Person, die ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe. Hey, warte! Ich glaube, ich habe auch ein Skateboard. Einen Moment. Oh, ich habe ein Fahrrad, aber das ist ja auch okay, ne? Okay. So, wo ist denn jetzt dieser Kahn? Das hört sich ja ganz interessant an. Also normalerweise ist das ja ein ziemlich cooler Name. Ja, geht so, ne? Ja, aber Danja ist natürlich besser. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das Haus ist bestimmt hier in dieser Nachbarschaft. Und dann sagst du mir das und dann machen wir so einen richtig tollen Prank, okay? Super. Ist das hier das Haus von Kahn? Ja, ich glaube, das ist das Haus von Kahn, aber hier ist gerade irgendwas anderes passiert. Okay. Scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Kommt bestimmt ein Krankenwagen oder so. Du, das sieht nicht aus wie ein Krankenwagen. Soll ich mal schauen, ob die Tür auf ist? Warum macht der denn die Tür nicht zu? Ich will jetzt nicht einfach da reingehen, bist du verrückt? Jetzt komm, es ist doch dein Kumpel, oder nicht? Okay. So, hier ist eine Kamera. Die Tür ist auf, die Tür ist auf. Da ist eine Kamera. Aber die Tür ist auf. Die ist doch komplett verrückt geworden. Und jetzt? Was willst du jetzt machen? Hey, hallo? Wer hat denn jetzt hier abgeschlossen? Kahn? Kahn? Kahn, hast du abgeschlossen? Kahn, Danja ist hier. Hi. Sorry, falls ich dich erschreckt habe. Ich bin's. Danja? Ja, Kahn? Wo bist du? Kahn? Kahn? Oh, hallo Danja. Hast du Kahn gehört? Ja, ich hab Kahn gerade gehört. Er hat irgendwo gerufen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert.
Ja, weil ich das bin. Was ist denn mit dir los? Hä? Ups. Du willst also Ruhe vor mir, hä? So ist das also. Naja, das wirst du ja wohl verstehen können, oder? Alles klar. Also, aus diesem Grund nur Mädchen erlaubt. Ja, ja, ja. Hm? Du hast mich voll veräppelt. Du wolltest einfach nur alleine sein. Ja, ich wollte halt deine Gefühle nicht verletzen. Mhm. Hast du aber. Ich war gerade Danja und du hast voll meine Gefühle verletzt. Du sagst, ich war voll anstrengend und so. Ich fand dich ja auch voll süß. Du warst ja auch voll anstrengend. Hast du dir mal zugehört? Danja, ich kann jetzt so eins sagen. Mhm. Ne? Ihr könnt jetzt einfach mal hier bleiben. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich. So, hi, was hast du jetzt davon? Kannst du mich bitte wieder rauslassen, Kahn? Nö. Ich wollte meine Ruhe und jetzt nicht hier eingesperrt sein in deinem Haus. Ja. Jetzt hast du deine Ruhe. Also Leute, viel Spaß, ne? Hier Danja und so, ne? Also, falls ihr mal euch ganz rächen toll möchtet, ne? Ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, fand ich nicht so fair von Kahn, Danja. Kahn, lässt du mich jetzt bitte raus? Nö. Bleib ruhig da. Ich gehe zum Bürgermeister und beschwer mich. Tschö. Ich fass es nicht.